Die Flammende von Christinke Schor. Wer das Mädchen mit den Haaren wie Feuer einmal gesehen hat, wird sie nie wieder vergessen. Feuer übt eine unwiderstehliche Macht auf alle Lebewesen in ihrer Nähe aus. Zudem kann sie in die Gedanken anderer Menschen eindringen, nur nicht in die von Prinz Brigon. Was für ein Mensch ist dieser unnahbare Feldherr und welche Rolle spielt er im Kampf um den Thron? Feuer kann sich dem Netz aus Verschwörungen, das sich um sie herum entspinnt, nicht entziehen. Ebenso wenig wie dem Mann, der so widerstreitende Gefühle in ihr hervorruft. Die Flammende erscheint auf Deutsch am 12. Januar 2011, wird 496 Seiten haben, heißt im Original Feuer und kostet gebunden 19,90 € und als Hörbuch 24,95 €. Die Flammende ist ein Vorband zu Die Beschenkte, von dem noch ein dritter Band Bitter Blue folgen wird. Darf ich mal kurz auf den Englisch-Deutsch-Unterschied eingehen? Ja? Danke. Also, sowohl Titel als auch Cover sind im Englischen einfach zigtausendmal besser. Feier soll ein Mädchen mit flammend roten Haaren sein, bei deren Anblick jeder sprachlos ist. Auf dem deutschen Cover ist die Haarfarbe aber fast schon orange. Der Titel im Englischen passt logischerweise auch viel besser, da der Hauptcharakter ja Feuer heißt. Außerdem klingt die Flammende relativ bescheuert. Aber egal, ob man das Buch jetzt auf Deutsch oder auf Englisch liest, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in beiden Sprachen umwerfend ist. Die Flammende ist eine Vorgeschichte zu Die Beschenkte, spielt also in der gleichen Welt, allerdings in einem ganz anderen Teil dieser Welt. Um genau zu sein, hat die Flammende so gut wie gar nichts mit Die Beschenkte zu tun, außer dass ein Charakter in beiden Büchern vorkommt. Daher können beide Bücher absolut unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Ich liebe dieses Buch. Es ist viel besser für Erwachsene geeignet als sein Vorgänger, da es sich mit sehr viel ernsteren Themen beschäftigt. Thematisiert werden vor allem Begierde, Macht und die Frage, wie viel man bereit ist zu tun, um zu verhindern, dass anderen Schaden zugefügt wird. Die Flammende ist einer der Gründe, warum ich Fantasy-Bücher liebe. Nicht nur, dass es bezaubernde Kreaturen enthält, von denen wir nur träumen können, nein, es enthält auch so viel Wahrheit. Feier muss mit Problemen kämpfen, mit denen jeder in seinem Leben zu kämpfen hat, nur sind ihre Probleme ein Vielfaches von unseren. Die Charaktere wachsen einem im Laufe der Geschichte unheimlich ans Herz, besonders Feier selbst. Sie ist so eine starke Persönlichkeit, dass man sie nur bewundern kann. Aber auch alle anderen Charaktere sind authentisch und einfach liebenswert. Besonders schön fand ich in diesem Buch die Entwicklung, die jeder einzelne von ihnen während der Geschichte durchlebt. Der Storyverlauf an sich hat nicht den gewohnten Spannungsbogen, da es mehrere Stellen gibt, die als großes Finale gelten könnten. Und obwohl es in der Geschichte auch jede Menge Action gibt, so haben mich doch eher die dramatischen Stellen mitreißen können. Zum Ende vermittelt das Buch so eine melancholische, philosophische Stimmung, welche ich bei Büchern, wenn sie denn am Schluss ist, einfach liebe. Alles in allem brauche ich eigentlich nur eines zu sagen. Ich war äußerst traurig, als ich das Ende erreicht hatte. So ein Buch dürfte eigentlich nie zu Ende gehen. Das Hörbuch zu Die Flammende ist logischerweise ebenfalls noch nicht auf Deutsch erschienen. Allerdings kann ich versprechen, dass es hier das gleiche Spiel sein wird wie schon bei Die Beschenkte, also Ulrike Grote als Leserin und eine gekürzte Fassung. Ach ja, wie ich es liebe.